Früher, was geht, meine lieben Freunde? Ich werde heute Abend wieder streamen. Ich denke mal, ich bin so gegen 18, 19 Uhr irgendwie um den Dreh online. Ekani muss noch zum Tierarzt, deshalb schaue ich mal, was ich schaffe. Aber haltet auf jeden Fall die Augen offen auf Twitter, Instagram und natürlich hier im Community-Tab. Wir sehen uns gleich beim Stream. Tschüss. Yo! Ich schwöre dir, ich hasse nichts mehr. Wait, wait, wait! Du hast gleich lachen, ist nur rausgeschnitten. Jetzt lachst du nur dumm, ne? Ich habe wait, wait gesagt so. Ja, uns ist auch rausgeschnitten worden. Wir schneiden alles so zusammen, dass du richtig Freunde, was geht's? Ich habe heute extrem geile Gäste mit mir dabei, der liebe Jan und Cengiz. Ja, ich wusste, dass der Witz kommt. Der ist auch schlecht. Eigentlich sollst du hinter der Kamera stehen, weißt du schon, ne? Ja, Abdel ist auch mit dabei, Leute. Wir spielen heute, wie immer, auf meinem Kanal. Ich denke mir nicht Neues aus für euch. Bezaubernden Zuschauer. Spielen wir eine Runde. Wer bin ich? Ist das? Und ich habe hier vier Zettel vorbereitet. Ihr schreibt alle einen Zettel, gebt ihn nach links und derjenige kriegt dann quasi. Yeah! Okay. Hier ist Eddie. Dankeschön. Ich hab schon diesen. Abdel, nimm diesen Zettel jetzt mal! Das ist sogar ein neuer. Das ist Psycho, Junge. Abdel, hast du das Spiel schon mal gespielt? Wer bin ich? Warst du schon mal auf den Kindergeburtstag eingeladen? Nee, ne? Nein. Abdel ist so dieser Type of Guy, der einfach auf Kindergeburtstag geht. Ja, Abdel, was geht? Okay, alles ist erlaubt, oder? Alles ist erlaubt. Jeder Mensch, jedes Tier. Gegenstände. Gegenstände halt eher weniger. Ja, also okay. Gegenstände kannst du nicht sagen. Aber Lebewesen. Ja, Lebewesen. Okay. Oder fiktionale Charaktere halt. Ja, okay. Was heißt? Ja, okay. Abdel, würdest du gerade wissen, was fiktional ist? Ich weiß, was fiktional ist. Das ist nicht wahr. Also fiktional heißt einfach, es gibt diese Person nicht. Nein, fiktional heißt, wenn man jemanden. Oh mein Gott, das war so schnell. Aber guck mal, aber schneid das lieber aus. Ich weiß nicht. Ich komm jetzt, Boydi. Hey, Abdel, du hältst das ganze Video wieder auf. Ne, wirklich, ist so belastend, Mann. Ja, ich überlege gerade. Abdel, ich schwöre dir, denk dir einfach einen Namen aus. Schreib da Thorsten jedes drauf oder sowas. Jedes Video wird Abdel einfach so komplett her. Ja, aber zu Recht auch, Junge. Einfach nur zu Recht. Ich habe einen Namen. Okay. Okay. Moneten! Okay, let's go, wer fängt an? Cengiz fängt an. Ja, okay. Bin ich ein Mensch? Schwierig, ja, schon eigentlich. Ich würde sagen schon, ja, aber am ehesten so, ja. Schwierige Frage, ja. Ja. Komm ich von der Erde? Keine Ahnung, nee. Okay. Nee. Bin ich eine real existierende Person? Nein. Okay. Bin ich ein Mensch? Ja. Existiere ich hier in unserer realen Welt? Ja. Weiß man nicht, ne? Nein. Kann ja sein. Es gibt's. Okay, bin ich eine. Du hast ein Nein bekommen, Alter. Achso. Als ob man tatsächlich darüber überlegt, ob Tarzan. Oh Mann. Oh, ich bin so doof. Bin ich cool? Ich bin so blöd. Ja, Jan hat jetzt. Du hast gerade gesagt. Ich hab's nicht richtig. Ja! Okay. Hast du wirklich nicht? Also, ich hab's. Das war verwirrend. Egal, weiter. Okay. Bin ich bekannt? Ja. Ja. Habe ich ein Talent? Nein. Ja, doch. Ja, schon. Ja. Schon ja, ich so würde bisschen. Sagen. Ja, ja, doch. Bin ich männlich? Ja. Ja. Also du bist was komplett anderes. Der Typ ist bekannt, männlich und hat ein Talent. Alles, was du nicht bist. Okay, da kann ich mich schon mal ausschließen. habe ich Freunde? Ja. Jetzt im echten Leben, ja. Also im echten Leben nicht, aber sonst schon. Alter. Habe ich ein Haustier? Ja. Boah, ja. Ja. Hab ich einen Hund? Nein. Nee. Bin ich eine real existierende Person? Nee. Bin ich männlich? Zeig. Ja. Okay. Ich hab grad vergessen, wen heute. Bin ich in den letzten, also da ich ja fiktional bin, bin ich in den letzten 100 Jahren entstanden? Ja. Ja. Bin ich heute noch relevant? Ja. Ja, würde ich sagen. Ja, schon. Finde ich. Läuft die Kamera überhaupt? Was, halt's Maul. Ich kann mich erinnern, was wir gemacht haben. Nein, aber warum sonst? Läuft die? Ja, natürlich. Spaß dir. Ey, weißt du, wir müssen alles schon sonst gespielt. Finde ich momentan, also dann auch noch. Stadt quasi. Also ja. Okay, gut. Obwohl. Doch. Findet man nicht unter anderem auch in Videospielen? Ja auch. Ja. Bin ich auch schon in Filmen zu sehen? Ja. Kann wow. Ich, du hast einen Lauf, Alter. Kann ich sprechen? Ja. Ich erlebe Abenteuer? Ja. Ja, schon. Ja. Und ich habe besondere Fähigkeiten? Nee. Bin ich selber. Richtig. Hat jemand mich ausgedacht? Also bin ich eine fiktionale Figur? Ja. Bin ich gehypt? Nein. Nee. Okay. Das richtige Opfer. Okay. Lebe ich mit einer anderen Person zusammen? Weiß ich gar nicht. Eigentlich schon. Ja. Kann man nicht. Ja, doch. Ja, ja, ja. Eigentlich ja, schon. Ja. Ja. Wir sagen einfach mal ja. Mal weiter. Ja, schon. Arbeite ich in der Branche YouTube? Du bist eine fiktionale Person. Nein, bist du doch.
Er ist ein ausgedachter YouTuber, den sich gibt. Geil. Junge, du bist wie so zwei. Fertig. Bin ich eine Zeichentrickfigur? Nein. Ich komme ursprünglich aus Videospielen. Nein. Ja, wie nein? Nein. Nee, nein. Okay, wenn ich hier wenn du rausgehst, stell ich dich halt ab. Okay, ich bin nicht gehypt. Bin ich aus den letzten 100 Jahren? Ja. Ja, starke Frage, aber wirklich. Gucken mich eher Erwachsene? Gibt ja verschiedene Formen, also eigentlich, aber eigentlich nein. Okay. Bin ich in den letzten 100 Jahren entstanden? Ja. Leider ja. Bin ich für Zielgruppe 1 bis 20? Ja. Ja. 1 bis 20 schon, ja. Zielgruppe. Ja. Habe ich eine Kraft? Der eben schon gefragt. Die ich nutzen kann. Nein. Besondere Fähigkeit hast du gefragt, war nein. Hab ich besondere Fähigkeiten? Eigentlich nein. Okay, also ich komme ja auf jeden Fall aus dem Kosmos der Kinderunterhaltung. Ja. Und bin ja nicht aus Videospielen. Das heißt, die Videospiele kamen nach meinem Erstauftritt. Mhm. Ja. Schlau. Das heißt, ich bin zuerst für Kinder zugänglich gemacht worden durch das Fernsehen. Ja. Ja. Das heißt, ich bin most likely eine Zeichentrickfigur. Ja. Wow. Ich bin aus dem Disney-Universum. Nein. Wie nein? Einfach nein. Warum diskutierst du immer, wenn wir sagen nein? Ich schmeiß gleich das Video von mir raus. Ich setze einfach, ich habe das Gefühl, all unsere Figuren sind irgendwelche Kinderfiguren. Habt ihr hier Anwesenden alle schon mich gesehen? Ja. Habt ihr das als Kinder auch geguckt? Ja. Ich bin also eine Zeichentrickfigur. Ja. Wobei, nein. Ursprünglich nicht. Also nein. Okay. Nein. Komm ich ursprünglich nein, aus Videospielen? Okay. Nein. Nicht ursprünglich, nee. Bin ich gut in meinem Kosmos? Ja. 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 Habe ich einen Bezug zu einem bestimmten Tier? Nein. Clevere Frage. Okay. Bin ich eine menschliche Zeichentrickfigur? Nein. Okay. Gut, ich klaue mal Revi. Bin ich aus dem Disney-Universum? Unter anderem. Nicht ursprünglich, aber unter anderem. Das ist ein großer Tipp. Also auch ursprünglich auch? Nein. Ich gebe gleich das. Also ja, jetzt habe ich ein Ja bekommen? Jein, unter anderem. Bin ich eine Frau? Nein. Bin ich eine Comicfigur? Ja. Also du meinst sowas wie eine Zeichentrickfigur? Ja. Gut, dass du das Wort nochmal viel erklärt hast. Danke. Ja, so dumm. Lauf ich immer noch im Fernsehen? Bestimmt, ja. Ja, bestimmt, Alter. Ja. Denk mal nicht so viel drüber nach, aber ja. Hatte ich eine Hype-Phase? Ja, auf jeden Fall. Jeder dann geguckt hat. Ja. Ist es jetzt nicht mehr so krass gehypt? Wieder so ein bisschen, ja, aber eher nicht. Das war ein guter Tipp, ja. 10. Gibt's Sammelkartenspiele von mir? Nein. Boah. Komme ich aus dem Marvel-Universum? Nein. Oh Mann, Alter. Bin ich ein Tier? Ja. Bin ich ein Tier, was relativ präsent ist im Alltag? Du bist nicht Revi. Nö. Also kein Hund jetzt zum Beispiel? Nein, ist nicht so üblich. Oh, ich bin weiß nicht, ich ein Mann. Nee, weißt du nicht. Hab ich eine Kraft? Nein. Aber eine Sache kann er, die andere nicht. Ja, okay. Ja. Du bist. Perfekt. Bin ich jetzt im asiatischen Reich, also im Bereich noch bekannt? Keine Ahnung, wir waren ja nicht da. Dann stelle ich die Frage einfach anders. Nee, du hast das. Nein! Junge, ich klebe dir gleich dein Maul zu. Du bist. Warum darf ich nicht sagen? Okay, hör auf damit, die Antwort ist. Habe ich das Ding schon mal geguckt? Ja! Unendlich oft. Alter. Sagst du sogar. Du bist so ein Behinderter, Abdel. Okay, ich bin Elidan. Nein. Okay, bin ich ein Unterwasserlebewesen? Also lebe ich unter Wasser? Ey, der ist so f*** gut, ja. Ja, okay. Krank. Dann bin ich aus dem Spongebob. Ja! Okay. Jetzt ist nur noch eine Frage der Zeit. Lebe ich, warte, jetzt ist eine krasse Frage. Lebe ich in einem der drei Häuser? Nein, weiter, Schnauze. Okay, aber nicht unter dem Stein, nicht in der Ananas. Psst, du bist nicht mehr raus. Okay, krass. Ich bin ein normaler Mann in diesem ja. Ding. Ja. Okay, ich kann nichts Besonderes. Bin ich... Also du kannst schon zwei, drei Sachen kannst du nicht besonders. Disney. Nee, du bist gar nicht normal. Okay, ich bin kein Pirat. Nein. Ja, ne? Ja. So darfst du die nicht schön. Ja, gut. Also nein, du bist kein Pirat. Hä, das ist ein Ja, stopp mal. Ja, wenn du sagst, bin ich ein Pirat, dann sagt man nein. Dann sagen wir, bin ich kein Pirat. Okay. Bin ich von Disney-Universum? Ja. Jetzt gibt's ein Rennen hier. Ist einer meiner Freundinnen eine Maus? Nein. Meine Freundin eine Maus? Hä? Okay, Jack ist... Nicht die Maus. Bin ich eine animierte Figur? Ja. Komm ich aus dem Disney-Universum? Nein. Ich besitze ich ein Restaurant? Oh mein Gott, ja. Okay. Ja, fragt sich noch welches. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich reiß schon mal auf. Ich bin Plankton.
Nein. Oh mein Gott! Schön gewählt. Okay, bin ich? Ja. Bin ich groß? Ja, ich würde schon sagen, ja. Ich würde sagen, du bist groß und stark. Okay, danke, das wäre meine nächste Frage gewesen. Danke, Abdel, toll. Danke. Abdel, ich schwöre, ich schlag dich. Ich hab doch auch Tipps gekriegt, Mann! Maul hat! Dein Maul! Ich bin... Lass es! Bin ich eine Comedy-Figur? Nein. Lebe ich glücklich? Nein. Ja. Habe ich Kinder? Nein. Mann, ich komme nicht drauf. Boah, nee. Ich bin gar nicht auf der richtigen Spur. Komme ich aus dem Pixar-Universum? Oh, nein. Nein. Ja, okay, Fuck. Ich bin Mr. Krabs. Ja. Mega. Fuck. Fliegen die Frauen auf mich? Stark. Eine ich bin sehr. Ein großer, starker Mann. Eine finde ich übergeil. Eine. Digga. Eine. Ja, die immer, die ist immer dauergeil. Die ist richtig rallig auf dich, Alter. Aber unnormal. Und die weiß gar nicht, was du. Die auf einem Baum. Voll oft. Was? Ja. Wer denn? Tatsache. Ja, Alter. Ja. Die auf dem Baum, kann ich? Ja, kann ich schon los? Ja. Jan ist raus, Leute. Der muss okay, ich muss zum Friseur, das tut mir leid, Leute. Du warst b***. Ja? So eine Lampe. Ah! Oh! Oh! Ja, komm, mach. Aladdin. Ja! Jawoll! Ich hab gewonnen! Ja, okay, du bist aus dem Nintendo-Universum. Ich bin Mario. Falsch. Luigi? Ja. Leute, das war's auf jeden Fall von der ersten Folge. Komm mal runter. Was selbst verlieren noch nicht meint, der wird mit heißem Wasser verbrannt. Leute, das war's mit diesem wunderschönen Video. Von diesmal von der Kinder. Fass mich noch einmal an und ich schneide dich komplett raus. So, Abdel ist raus. Abdel ist auf jeden Fall nicht verlinkt. Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Das war's mit diesem wunderschönen Video, Leute. Wenn ihr Bock habt, auf weitere Runden, wer bin ich mit verschiedenen Thematiken. Heute mal mit der Kindervariante. Das sag mich nicht voll, Alter, du Ekliger. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut bei Jengis, bei Jan. Und das war's vorbei. Hört rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.